Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mechabellum. Rating passt sehr gut. Mal schauen, was die Karten uns heute bringen. So. Giant Supply Aerial Heavy. Einmal kreuz und quer vorgelesen. Erstmal das Wichtigste, bevor wir hier eine Entscheidung treffen. Einfach zufällig auswählen lassen können. Okay. Okay. Cost Control, okay. Optimal, also ich kann diese Runde leider nicht ohne Modelltank spielen. Und Wespen sind es auch nicht. Ne, es müssen die Fangs sein. Schön aus, oder? Vielleicht die noch einen Ticken nach außen. Ach. Ne, so passt es wunderschön. Ja. Die Arclets waren zu erwarten. Holen wir jetzt noch was in der Mitte gleich. Denke ich. Also ein Modelltank mehr. Wäre natürlich optimal gewesen, wenn meine Stormcaller wie hier rechts jetzt auf den Arclet schießen, aber das macht es natürlich viel zu spät. Und die Runde ist damit zu Ende. War zu erwarten, dass es so ausgeht. Also ich habe mir da jetzt keine großen Illusionen gemacht, aber es ging halt leider auch nicht anders. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, Deployment Spec ist einfach zu gut, um es nicht zu machen, denke ich. Auch wenn sich jetzt mir gerade die Frage stellt, ob ich diese Runde ausgeben möchte. Wir machen das mal so. Jetzt gucken wir, was er dagegen macht. Ich könnte natürlich auch theoretisch hier mal einen Satelliten setzen. Einfach meine Chance ein wenig zu erhöhen. Aber leider klappt das so. Ah doch, es klappt sogar halbwegs. Sehr gut. Zwar die Hoffnung, dass ein paar Crawler drauf gehen und halt der Arclight vor allen Dingen. Das Problem ist halt, dass den hier ke der keiner interessiert. Und jetzt wieder auf meine Fang schießt, genau wie der rechts. Und damit geht die Runde halt leider schon wieder an ihn. Aber ist okay. Wir haben ja immer mal den ersten Down bekommen jetzt. Und damit ist die Runde wieder vorbei. Ah, ich habe meine Recruitment-Slots ausgenutzt. Das war auf jeden Fall ein Ziel von mir gewesen. Strike Specialist, tralalala. Ja, Tech Upgrade nehmen wir mit. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal eine solide Basis an Modelltanks, ne?
So, und jetzt ist der Plan, dass wir auf einer Seite ein Übergewicht schaffen. Leveln wir den? Lohnt sich nicht, ne? Lohnt sich eigentlich gar nicht. So, dann gucken wir mal. Keine Flanke. Bei so defensiver Spielweise immer schwierig. Reichweite auf den Arclight. Ja, die ist wichtig. Die brauche ich auch noch demnächst. So, wichtig ist es halt, dass ich nach Möglichkeit den Debuff draufkriege und er nicht, aber es wird leider genau andersrum laufen. Der Debuff tut jetzt halt richtig weh. Ah, jetzt sollte mal langsam mal ein Schuss reinkommen, der auch durchgeht. Ne, tut er nicht, doch jetzt aber. Reicht nicht, nur weil er überlebt. Ah ne, überlebt nicht, sehr gut. Meine Runde. Not even close. Ja, Reichweite ist hier wichtig. Ist halt wieder auch sauteuer, ist das Problem an der Sache. Das ist echt blöd, ne? An dem Level 2 Dingern, die überleben. Wenn die Cost Control haben, keinen Schuss von einem Phönix. Das ist echt ärgerlich für ihn. Mein Mitleid hält sich jetzt in Grenzen, muss ich gestehen, aber trotzdem ärgerlich für ihn. So. Ist noch ein Phönix? Denke schon. Ich mal den relativ weit außen hinstellt. Kommt der vielleicht halbwegs schon an den Arclight? Ich hätte nur eine Einheit rekrutieren müssen. Das ist nicht zu Maß Quatsch. Ich brauche die Schilde auf den Fangs als nächstes auf jeden Fall. Gibt so viele Sachen, die ich brauche und so wenig Geld, das ich habe. Und leider habe ich jetzt gleich einen Debuff auf mir drauf. Vielleicht den Arclight noch killen vom Debuff. Ja, es ist leider immer noch schwierig. Wenn die jetzt gut schallern, die Salben von den Stormcallern, besteht noch eine Minimalchance auf. Ne, Minimalchance ist vertan. Boah, das Feuer ist halt anders gut gegen mich, gell? Ich muss eigentlich schilden. Zwei Schilde ausgeben. Ich frage mich halt gerade, ist es die Feuerartillerie oder ist es lieber die Reichweite auf den Arclight? Oder einfach nur die Schilde? Die Wespen sind es nicht. Giant sehe ich jetzt auch eher nicht. Kippe das mal.
mache es mal so. Also ich denke, dass ich jetzt irgendwo Feuer reinkriegen werde. Ne, Wespen sind es, okay. Also die fängt sie auch gut platziert. Dass die Phönix jetzt abgelenkt werden, ist nicht so schlimm, ne? Alles halb so wild. Dann ist die Frage, brauche ich die Arclight-Reichweite, ne? So. Aber er hat halt auch die Schild investiert, die jetzt nichts gebracht haben im Endeffekt. Oder wenig gebracht haben, nichts ist übertrieben. Okay, er levelt hier die Phönix maximal auf. Ja, okay, ist natürlich auch gut für ihn, weil er auch Phönix-Reichweite auch. Jeder zwei Schilder, das ist ziemlich gestorben, da könnte ich mich schon wieder drüber aufregen. Er ist ja quasi tot. Aber halt auch nur quasi. Charged Ammo. Shield Drop. Lohnt sich beides nicht so richtig. Also. Nee, also das hier lohnt sich schon. Ich muss die Reichweite ausgeben. Ich glaube, ich brauche die Upgrades. Die Frage ist halt, ob ich das Upgrade hier auch ausgebe für die Reichweite. Hat er sich auch das Tech-Upgrade genommen? Er hat das gleiche wie ich bisher, ne? Ich habe nur eins mehr. Ach, er hat gar keinen Deployment-Specialist mitgenommen. Okay. Das ist jetzt schon mal nicht so schlau von ihm. Hätte ich jetzt gesagt. Ich glaube, das Feuer ist es. Das Schild jetzt nicht zu setzen, macht irgendwie auch keinen Sinn wahrscheinlich. Ich hätte lieber noch einen Phönix mehr nehmen sollen, ich Idiot. Egal, ist wie es ist. Mal gucken, ob es klappt. Hat er Defense abgegeben? Ja, hat er ausgegeben. Ich gebe mal Offense aus. Wahrscheinlich bringt es aber nichts, ich gebe es trotzdem aus. So, jetzt hier ein bisschen Feuer davor fällt. Ja, sehr gut. Hier fällt auch Feuer hin. Da läuft jetzt nämlich alles durch. Ja, das Feuer ist gut. Passt. Und die Crawler von ihm kommen bei mir nicht an. Ne, das passt soweit ganz gut, denke ich. Einzige Problem ist halt, dass meine ganzen Modelltanks fast schon tot sind, ne? Aber nur fast. Weil der hätte sterben müssen. Das ist ärgerlich, dass der den Schuss noch überlebt hat, aber es reicht. Das müssen meine Phönix ja gut gelevelt haben, denke ich. Hoffentlich kein Orbital oder dergleichen. Das bringt mir sogar mehr. Und es bringt sogar diese Runde was. Ja, ich nehme auf jeden Fall das mit. Und ich habe ja auch noch genug Geld, um halbwegs was zu machen. Ich glaube wirklich, dass die Reichweite echt gut ist. Achso, das ist auch günstiger geworden jetzt. Genau, das war ja das Gute an der Fähigkeit, dass der Effekt sofort da ist. Mal schauen, ob ich das mal. Ach, das Smoke habe ich komplett ignoriert. Ah, da war ja was.
Aber dafür habe ich jetzt günstigere Einheiten, aber die Artillerie schießt es halt nicht weit, das ist ein Problem. Ein Riesenproblem. Könnte ich jetzt 2 Runden lang kosten. Und 2 Runden lang könnten schon der Loss insgesamt sein. Müssen wir mal gucken. Hier geht halt seine Fangs schlecht los. Da muss was hin. Nee, da ist gar nicht so toll, weil da stehen ja meine Fangs. Das ist halt auch das Problem, ist, dass ich meine eigenen Fangs tendenziell wegburne. Ja. Da muss Feuer noch rein. Das wird auch noch klappen, oder? Ein paar Raketen fliegen da jetzt gleich rein. Naja, das Problem sind deine Modelltanks leider. Da ist der Debuff. Wie gesagt, das ist leider nicht meine Runde wegen dem Fehler mit dem Smoke, oder? Ja. Ah, da ist noch ein Fang. Sehr gut. Meine Runde, perfekt. Hab nichts gesagt. Hab nicht dran gezweifelt. Gut, aber ich muss jetzt noch eine Runde ausbaden. Das Tech-Item macht, glaube ich, keinen riesen Unterschied. Das mit dem Acid bleibt halt auch 2 Runden lang liegen, gell? Er muss halt nur ein Schild setzen, um das außer Gefecht zu setzen. Ne, für mich lohnt sich das Acid nicht, aber ich muss es auf jeden Fall schilden. Weil es könnte halt trotzdem kommen bei mir. Zumindest mal 3 Schilde setzen. Und was auch sein muss, ist der hier. Ja, ich glaube generell jetzt hier noch ein bisschen. Ja, ich wollte eigentlich gerade einen Adler noch bauen. Reichweite habe ich ausgegeben. So, bin kurz überlegen. Lohnt sich auf den Fängs noch irgendwas zu leveln oder auf denen hier? Ich könnte hier auch tierisch EMS ausgeben. Fünfmal geklickt und kein einziges Mal platziert worden, aber ist egal. Die Reichweite ist mir halt so hoch. Okay, er hat sich nicht für das Asset entschieden. Aber ich habe jetzt einen Finanzvorteil. Und ich habe die besseren. Ne, jetzt klar. Aber ich muss die besten Fairings haben, weil ich bin Ariel, ne? So war das doch, ja. Reichweite hat er auch ausgegeben, ja. Ja, meine Phönixe rocken jetzt schon ganz schön. Ich habe leider das Schild nicht dabei, es wäre in dem Fall sogar relativ stark. Ich werde es nicht so und einfach mal eben S ausgeben, denke ich. Auf den Phönix hätte ich auch diese Runde einfach schon machen können. Attack of all units. Ja, gut, ich kriege jetzt hundertprozentig das hier ab, keine Frage. Das kriegt er aber auch ab. Oder? Oder ich lasse es halt einfach und dafür. Nee, das macht auch. Ich habe gerade überlegt, das auszugeben, das macht keinen Sinn. Und nicht zu nehmen macht halt auch keinen Sinn. Das wird jetzt eine teure Runde, wahrscheinlich, weil ich recht viele Einheiten an dem Orbital verlieren werde. Keine Frage.
Ja, komm, wir geben jetzt doch auch mal Reichweite noch. Warum denn eigentlich nicht? Ansonsten brauchen wir halt einfach massenhaft Tanks. Ich weiß, wenn jetzt viele im Orbital einfach sterben, aber ist egal. Was da ist, ist da. Und dann geben wir hier nochmal EMS aus. Oh, Schilde setzen hätte ich auch noch sollen, gell? Ich Idiot. Naja. Das war vermutlich eher nicht meine Runde. Aber mal gucken. An sich ist mein Konzept besser, aber ich habe jetzt halt ordentlich durch den Orbital verloren, denke ich mal. Ja, meine Einheiten hämmern auf die Schilde drauf. Und meine dritte Reihe Fangs kommt langsam an die Front. Und seine Tankreihen sind weg, das heißt, es fallen die Phönixe. Er hat Schilde ausgegeben. Das soll es gewesen sein. GG. Ja, hier hätte ich mir gewünscht, dass ich stattdem hier Schild dabei habe. Ich muss gestehen, ich habe das auch letzter Zeit selten verwendet, Jump Drive, aber das ist schon ein sehr, sehr netter Skill. Es gibt einem einfach die Möglichkeit, die Phönixe auch mal als nicht als Carry-Einheit einzusetzen, sondern einfach nur so ein bisschen hier und da mal ein bisschen hinsetzen und nerven. Das muss ich eigentlich viel öfters nutzen. Aber ansonsten würde ich dafür das Energy Shield noch reinnehmen. Ich könnte auch überlegen, das Wiederbelebensding reinzunehmen, ist ja auch eine Option. Aber ich denke, im direkten Phönix gegen Phönix-Duell, und ich habe das Gefühl, das wird immer häufiger kommen, wäre die stärkste Kombination, hier Schilde noch zu haben. Aus dem ganz einfachen Grund, das Wiederbeleben ist halt durch EMS halt auch komplett gekontert. Und das Schild hat zumindest noch den Vorteil, dass es den ersten Schuss abfängt, ne? Aber es ist auch die Frage, wie viel wert ist ein Phönix, der dann nach vorne fliegt. Ne? Eigentlich ist der auch dann nur noch ein Modelltank, weil wenn halt die Reichweite von 40 plus 8 mal X fehlt, dann kommt der halt nie wieder zum Schießen gegen die gegnerischen Phönixe. Von daher, ich rede es mir gerade schön auf gut Deutsch, dass das Schild keinen Sinn macht. Ja. Er hat es. Ich glaube, mein großer Trumpf war hier meine Feuerartillerie einfach. Waren die Arclight mit Reichweite jetzt gut? Ich weiß es nicht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass das Aufleveln hat sich gelohnt wegen hier dem der Crawler-Geschichte. Ne? Die kriegen 70% weniger Schaden, also nur noch 30%. Das reicht wahrscheinlich auch noch nicht ganz. Ne? Wenn wir 761 mal 0,3 rechnen, dann sind wir bei 228. Noch zu wenig Schaden. Ich habe mich gegen den Schadensbuff entschieden. Ne? Der hätte hier für die Arclights wiederum hätte er viel Sinn gemacht gegen die Crawler, aber ich glaube, das war auch nicht das Riesenproblem gewesen. Allerdings, je weiter die, je länger die überleben, desto weiter tragen sie das Feuer in meine Hälfte rein. Ne? Also mein eigenes Feuer meine ich damit. So gesehen könnte man argumentieren, dass es auch Sinn gemacht hätte, die zu killen. Wobei da wahrscheinlich auch hier das Elite Marksman, aber das wäre, dann hätte ich dir quasi wieder geklont, was er gemacht hat. Hätte ich natürlich auch machen können. Dann wäre es nämlich 140% Schaden gewesen, also mal 1,4 und dann bin ich wieder bei 320 Schaden, ja. Das hätte dann wieder locker gereicht für die Crawler Level 1. Ja, es sind immer so Kleinigkeiten, aber ich meine, so viele Crawler hat er halt auch nicht gehabt, ne? Und ich hatte schon relativ viele Arclight. Ich versuche es mir gerade schön zu reden und die Banks machen ja auch ein bisschen was. Habe ich jetzt auch nicht so hundertprozentig drauf geachtet. Aber man hat im letzten Runde auf jeden Fall gesehen, wie wertvoll hier die Fangs in der dritten Reihe quasi waren. Also dritte Reihe, meine ich erste Fangreihe, zweite Fangreihe, dritte Fangreihe. Weil der einfach am Schluss nochmal reinkam und dann einfach nochmal
Königsschüsse getankt haben. Und zwar jeder zwei Stück, also jeder einzelne fängt zwei Stück, ne? Also tankt ein so ein Squad, was sind es, 18? 36 Königsschüsse, schon sehr, sehr nice. Naja, ich glaube, das war mal wieder genug gebabbelt am Ende. Ich sage auf jeden Fall Dank fürs Zuschauen, gerne Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.